Lettland. 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 Aber der Kameramann dachte sich auch, komm, wir gehen jetzt mal ganz nah an sie dran. Also, dass man wirklich alle Poren sieht. Das waren sehr dicke Balken, die sie da benutzt haben für das Video, ne? Das ist ja schon ein Kinobalken. Auch mit dem Schwarz-Weiß. Mit den langen Haaren ist auch geil. Die Frisur von dem Typen ist merkwürdig. Er gibt auch einen Fuck auf alles. Ja, für Lettland eine wirklich schöne Atmosphäre wird da kreiert. Und der Karussell, diese Gruppen haben ein sehr schönes, sehr scheinbar unauffälliges Lied zunächst. Lettland ist so viel besser als alle sagen. Ich finde Lettland super. Lettland ist in meinen Top 10 drin. Das hat so eine Intimität, wenn die das in Tel Aviv auf die Bühne bringen. Dass man wirklich so viele Überraschungen erlebt bei diesem ESC. Von bombastisch bis über Schreien. Und jetzt so was ganz Kleines, Akustisches, wie in so einer kleinen Bar. Irgendwo auf einen Drink. Also nicht mit ihr, sondern das Lied, ne? Wenn man das da so schön hört. Sie dachte sich, weißt du was, ich gehe jetzt einfach zur Kelly Family und hol mir da einen. Ich finde, die könnten auch so einen tantrischen Massagesalon irgendwie haben. Sehr sinnlich. Sie heißt Aloe Vera, er heißt Ayurveda. Und dann geht's ab. Das kann gut ins Finale. Das kann gut ins Finale? Nein. Glaube ich. Nein. Doch. Nein. Doch. Das, es hat von allen Liedern, die vielleicht ins Finale kommen, hat Lettland es am allerwenigsten verdient. War das jetzt auch der Refrain gerade? Der Refrain ist praktisch gar nichts. Carousel goes round and round. Er wiederholt sich endlos. It's the same thing over and over. So ein bisschen. Die Tonart ist immer derselbe Akkord. Immer und immer und immer wieder. Und irgendwann hat es dann schon auch was Nerviges. Schlimm genug, dass sie den Refrain am Ende, ich glaube, viermal wiederholen. Aber dass auch noch jede Zeile mit diesem schrecklichen losgeht, das kommt dann 20 Mal und man. You know what I'm saying? It's just so sleep-inducing. There is a time and a place for this, but it's not Eurovision. Das ist, geht ja auch um eine ganz komische Geschichte. Die Frau singt davon, dass ihr Mann einen anderen Mann umgebracht hat und sie sich nicht vorstellen kann, wie sie weiter durch die Zukunft gehen soll. That night? I don't want to relive that night. 220 million people don't need to hear this. Excuse me? Ja, nein, das ist einfach, dieses Lied ist nichts.